Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier ein bisschen am Spazieren, ein bisschen am Erkunden. Wollten uns mal ansehen, was es hier so noch gibt. Und hier sind wir jetzt auch noch an einem. Muss ein bisschen leiser machen, Kopfhörern. So, hier sind wir jetzt an einen interessanten Ort gekommen, wo. Ein paar Banditen sind, sage ich jetzt mal. Und die haben ja allesamt Erfahrung. Okay. Das schießt schon. Kann ich den irgendwie hier hinlaufen? Einmal schnell pudern. So. Kann ich mich auch drehen? Ach, krass, wenn ich hier bin, kann. Wie das aussieht. Geht die Gesundheit überhaupt vor dir? Wollte schon sagen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das überstehen können, wenn wir da hingehen. So, und wir bluten hier auch noch alles voll. Das ist auch super. Blutfliegenstaffel. Okay, der hat momentan Probleme. Schwieriger hier. Weil vor allem, das sind aber auch so viele Räuber. Aber war klar, dass die Banditen hier, die blauen, die vom neuen Lager, die Räuber sind. Die haben wir auf alle Fälle gelootet. Können wir hier auch irgendwie. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Dieser Seite, dann da auch nochmal 6, 7, 8, 9. Jo. Kann ich die jetzt alle weglocken von da? Dass die jetzt alle hier hinkommen, um zu kämpfen. Dann aber auch viele Bogenschützen dabei. Den haben wir. Nee. So. Den Pfeil nehmen wir auch noch mit. Den will ich jetzt auch noch mal looten. Gehen wir noch mal hier hin. Weil dann können wir ein bisschen was futtern. Hier ein Safe Game machen. Dann haben wir zumindest den ersten schon erledigt. Ja. Kommt der eine?
kommen? Irgendwie nicht. Zu Mutti. Ja, mach ich. Okay. Ich glaube, da machen wir mal vielleicht eher so. Aber wir haben den einen jetzt erledigt. Dann erledigen wir jetzt mal den nächsten. Quentin? Richtig hinterher. Alter, was ist mit dem? Warum rennt er so viel? Wo rennt er hin? Das ist ein Problem gerade, wirklich. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal komplett zurücklaufen. Aber immerhin haben wir den einen Dude. Dann machen wir gleich da oben nochmal das Save Game. Aber ich finde es interessant, dass wir hier jetzt den ganzen Lager hier vom, also das Räuberlager vom, vom neuen Lager da ausbeuten. Stark genug sind wir auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, also wie stark genug sind wir, um die alle auszuschalten. Wir sind aber auch nicht gerade strategisch unterwegs, sagen wir mal so. So, wir sind jetzt wieder hier, machen wir hier ein Safe Game. Rennt da gleich wieder weg.
mal wieder weg. Einmal kurz in Sicherheit, selber futtern. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Okay, noch einmal. Oder ich habe eine bessere Idee. Vielleicht probieren wir es damit mal ein bisschen aus. Mit der Armbrust. Ich treffe den nicht. Okay, hier können wir jetzt Save Game machen. Den haben wir erledigt. Nee, warte. Hallo. So. Sind mir zu viele gerade. Jetzt gerade wieder zu viel. Jetzt muss ich wieder. Was sind das denn eigentlich für Dinger? Eisblock? Feuerschaden. So, futtern wir mal ein bisschen was. Fleisch ist auf jeden Fall. Ja, wie soll ich sagen, also das häufigste, was wir haben. So. Können wir jetzt nochmal ein Safe Game machen? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hä? Geh auf die Eins! Zieh dein Schwert! Renn heim zu Mutti! Alter, wieso zieht er nicht sein Schwert? Hier, das war's doch. Warum hat er den gezogen? Jetzt hab ich eh erstmal wieder keine Gesundheit. Nehmen wir den. Und nochmal den. Renn heim zu Mutti. So. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, jetzt siehst du, dass du da rauskommst. Die Feiglinge.
Mond looten. Nee. Wieder zurück auf die Seite. Wie sieht's denn aus hier? 10 Lernpunkte haben wir wieder. Das heißt, wir könnten eigentlich mal ein bisschen was für, ja, für die anderen Skills tun, dass wir wissen, wie wir die Viecher hier alle ausschlachten. Bei den beiden zum Beispiel. Lass uns lieber über was anderes reden. Wahrscheinlich hast du. So, Redford war da, glaube ich, oder? Nee. Manche lernen eben gar nichts dazu. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. So, eins, zwei, drei, vier kann ich machen. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Nice. So, Krallen abziehen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Okay. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Ah, okay. Und Zähne entfernen. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. So, ich will jetzt mal was ausprobieren. Deswegen speichern wir jetzt. Ja, ja, keine Panik. Weg mit der Waffe, weg damit! Ein Kampf! Der hat genug. So. Ja, können wir einfach mal alles wieder rausnehmen von dem. Alter, wie viel? Kann ich von dem auch nehmen? Auch ein paar Erfahrungspunkte. Hupfchenstaffel.
Willst du wieder Ärger? Wir haben von dem alles gelernt. Deswegen konnten wir den jetzt looten. Boah, ich bin so... Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So ohne... Ich bin hier, was die NPCs angeht, ein richtiges Arschloch, wenn man ehrlich ist. Ich loote die alle, ich verprügel die alle. So, ne, warte mal, Kavalon war doch auf der anderen Seite. Von denen müssen wir auch noch ein bisschen was lernen. So, wie viele Erfahrungspunkte habe ich jetzt noch? 6. Nächste Stufe 6, 60.000 brauchen wir. Wir springen sogar noch ein bisschen. Ich liebe diese Möglichkeit, so rumzulaufen. Ja, komm. Ein bisschen besser springen. So. Und so. Dem war das so, glaube ich, der uns noch ein bisschen was über die Jagd beibringt, oder? Kavalon. Für Gomez. Für Gomez. Zeig mir deine... Oder ich... Zeig mir deine Ware. Ich kann ihn was verkaufen. Wie viel hat er noch? 970. Gut, dann kann ich mal gucken. So. Krallen. Becher. Rüssel. Rasiermesser. Zähne. Brauchen wir noch Münzen? Keine Ahnung, wofür wir die Münzen brauchen, aber die behalte ich erstmal bei. So. Dann haben wir hier Morgenstern, Blutfliegenstaffel. So, und hier noch jede Menge Langbögen. Weidenbogen, Eichenbogen, Wolfsfetzer, Wolfsfetzer? Was ist denn das? Ich würde sagen, ich gönne mir lieber den. Lasse halt mal raus. So, rostiges Schwert. Egal, dann scheißen wir auf die 33 Erz, die wir dafür noch bekommen könnten. So.
deutlich besser. Kann ich das da auf die 3 setzen? Nee, kann ich irgendwie nicht. Aber egal, lassen wir eben das noch, weil wir nicht so viele Pfeile haben. Zu Ende. Kann er mir nichts beibringen? Okay. Haben wir es entweder bei den verkauft oder? Und da geht es ja weiter ins neue Lager. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir es bei denen verkauft jetzt. Gesprochen. So. Ich hab's von denen verkackt. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Oh. Okay, dort sieht's aus. Ah, okay. Nee, bis zum Prof habe ich jetzt nicht dabei. Ja, gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge gehen wir mal hier hoch. Da. Ich weiß nicht mehr, was da oben war, aber wir kamen dann irgendwas nicht vorbei. Da wollte ich dran vorbeikommen. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!